auf den Tisch. Ja. Repair-Café bedeutet, dass Menschen ihre kaputten Sachen, ob Toaster, ob Videorekorder oder was auch immer, bringen können und dass dann Fachkundige darüber schauen und denjenigen helfen, es zu reparieren. Also dass man auch angeleitet wird, es selbst auch machen zu können. Ressourcen schonen, also das ist für mich so der Hauptpunkt, der dahinter steht. Nicht immer wegwerfen, sondern das, was man hat, auch versuchen wieder zu reparieren. Ja, ich repariere Waschmaschine, Geschirrspüler, Trockner normalerweise. Und hier halt Kleingeräte, ne? Föhn, Staubsauger, Mixer, was die Leute halt bringen. Aber eben nicht Bügeleisen, ja, aber nichts im Bereich Radio, Fernsehen, da sind andere dafür zuständig für die Abteilung. Die Idee, die kommt aus den Niederlanden und ist dann, so wie ich weiß, in Köln hatte dann eins gestartet gehabt und wir hatten dann darüber gehört und haben gesagt, Mensch, sowas sollten wir hier auch machen. Heute haben wir noch einen Kleidertreff dazu eröffnet, wo man seine Sachen bringen kann, die man nicht mehr mag und kann sich dann ein anderes Lieblingsstück dafür aussuchen. Ist für mich auch dieses Ressourcenschonen, also nicht dieses Wegwerfen, sondern ein Stück, was mir nicht mehr gefällt, gefällt vielleicht jemand anderem. Und so kann man einen Kreislauf machen, dass nicht alles in die Tonne wandert, sondern für jemand anderen vielleicht noch Nutzen bringt. Wir sind zu viert und machen das Bike Kitchen. Das ist ein Projekt, was ein Partnerprojekt vom Repair Café ist. Und wir reparieren hier Fahrräder. Ich finde es gut, wenn Produkte auch weiter benutzt werden. Also dazu gehören auch Fahrräder. Also wir wollen nicht, dass nach 2 Jahren ein neues Fahrrad gekauft wird. Die alten Fahrräder sind super und die meisten Leute können es sich auch nicht leisten und fahren dann kein Fahrrad. Steigen dann auf Verkehrsmittel um, die mehr CO2 ausstoßen. Und wir sagen einfach, wir sind auch keine Profis, geben Hilfestellung und freuen uns einfach, wenn Leute selber auch lernen, wie man ein Fahrrad repariert. Das ist ein kleines Rädchen. Ich zeig dir, wie es geht, dann kannst du es mal selber probieren. Ich kann ein bisschen reparieren, kann ein bisschen was beibringen vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen Enthusiasmus übergeben zu Leuten, die das nicht kennengelernt haben. Und freue mich, wenn andere das übernehmen können. Das ist das gute Stück. Ah, das ist ein relativ neuer Drucker. Er druckt halt nicht mehr. Und jetzt hoffe ich, dass wir hier Hilfe kriegen. Also er scannt und kopiert, aber er druckt nicht. Ich würde einmal durchgucken, was alles geht und was nicht geht. Sie haben sogar einen Laptop mitgebracht, wo man der Diagnose machen kann. Der Kleine. Ich habe gerade angefangen. Jetzt muss ich mich erstmal mit dem Drucker vertraut machen und dann geht es immer weiter. Da sind die Sicherungen kaputt. Ja, und das wäre das Erste, was man machen würde. Man würde die Sicherungen kaufen, die kosten nur ein paar Cent. Und dann halt eben schauen, wenn man die reinmacht, halten sie da. Das ist einfach nur Spaß. Einfach Spaß, so Dinge wieder heile zu machen, gerade so alte Geräte. Und natürlich auch ein bisschen den Leuten eine Freude zu machen. War die erste Diagnose? Und die hat auch gepasst. Das war wirklich schon verklebt. Ja, die Maschine ging nur auf einem Tempo, auf dem langsamsten Tempo. Und auch hier waren noch weitere Hebel blockiert. Und dann hat einer hier einen Tipp gegeben, dass es verklebt, verklemmt sein müsste. Und dann hatte ich mir einen speziellen Anschluss geholt hierfür. Und das Gerät, dann haben wir zu dritt auseinander gemacht. Und habe ich dann sauber gemacht und wieder eingebaut. Und jetzt machen wir noch den elektrischen Test, aber bin sehr sicher, dass es jetzt funktioniert. So. Ich habe es in der Zeitung gelesen und war im November schon mal da gewesen beim Termin, habe mir das angeschaut und ich fand die Idee einfach toll, dass man mit Dingen, die man sonst vielleicht wegwirft, dass da einfach noch die Chance besteht, dass man sie reparieren lassen kann und dass man vielleicht selbst auch ein paar Tipps bekommt, wie man es das nächste Mal selbst machen kann. Und ja, finde ich eine tolle Sache. Ich hoffe, dass es auch gut angenommen wird. Wenn man was gegen Geld macht, dann hat man meist nörgelnde Kunden. Und hier, wo man den Leuten hilft, ja, die freuen sich wirklich und sind auch dankbar. Ne? Deswegen macht man es gerne. Man will gar kein Geld haben, überhaupt nichts. Das Danke reicht vollkommen aus. Die Bohle muss erhitzt werden. Die Bohle muss erhitzt werden. Und die wird nicht heiß. Der Föhn, das ist praktisch wie ein Heißluftföhn, wie ein Haarföhn. So ein Teil ist da drin und der heizt nicht. Und warum der nicht heizt, das müssen wir halt rauskriegen. Das ist das Problem.
der will nicht auseinander. Ich sehe mich auch als Umwelthandwerker. Essen muss ich sowieso, ob ich schaffe oder nicht. Und wenn ich esse, das ist wie so eine regenerative Energiequelle, in Anführungsstrichen. Ich esse was und repariere was. Und das, was ich da repariere, das schont Rohstoffe, die eben in dem Teil drin stecken. Herzlich willkommen, Herr Minister Hartloff. Schön, dass Sie da sind, dass Sie uns die Ehre erweisen, dass sich das alles einmal ansehen. Wir haben angefangen im April 2013, ist noch kein Jahr. Und es hat sich unglaublich viel hier entwickelt. Ganz viele Menschen, Sie hören, die können gar nicht aufhören zu reparieren. Die sind da richtig hier im Element. Und es sind ca. 20 Ehrenamtliche, die mittlerweile hier ein Team gebildet haben und entsprechend unterwegs sind. Und wir haben mittlerweile, zweite Besonderheit, noch kein Jahr alt, schon die ersten Töchter, wenn Sie so wollen. Bike Kitchen, wo Fahrräder repariert werden. Und jetzt, heute, starten die Aktion Kleidertausch, sodass also eins zum anderen kommt und, wenn Sie so wollen, ein ganzes System der Nachhaltigkeit dann hier entsteht. Und ich finde, das ist ein klasse Crossover, dass wir unseren Sitzungsraum einmal im Monat so ganz zweckentfremden können, mal was anderes machen, was handgreiflich ist. Nicht nur reden, sondern reparieren. Andererseits, und das möchte ich hier öffentlich auch nochmal sagen, suchen wir natürlich auf Dauer. Provisorien sind ja manchmal sehr haltbar. Nichtsdestotrotz noch eine andere Bleibe, wo man Dinge auch nochmal anders einlagern kann. Denn man kann natürlich die Woche über nicht über Fahrräder, Computer und Werkzeug hier stolpern. Ich habe ja gesehen, so das eine oder andere können Sie gebrauchen. Und da haben wir heute Mittag mal meinen Mitarbeiter Herrn Giltscher auf Kur geschickt. Auf der Liste stand auch Hammer drauf und deshalb ist ein Hammer auch dabei und ein Steckschlüssel und eine Abbeizzange. Also, ihr könnt so Werkzeug gebrauchen. Wunderbar, kleine Mitbringsel oder wie heißt der alte Satz? Kleine Geschenke erhalten, die Freundschaft. Nein. Diese Bewegung, wo ihr ein Teil seid, wir gucken, dass wir gemeinsam sowas machen, ist ja auch eine gute Sache. Und wie reparieren wir sowas? Das finde ich, das setzt nicht nur an den Geräten an, die repariert werden, sondern eben an den Köpfen. Und deshalb freut es mich und es kann eine ganze Menge passieren dabei. Und ich würde mir wünschen, dass das so eine Bewegung ist, die überall ein wenig Fuß fasst, wissend, dass wir dadurch nicht Industrie ersetzen, wissend, dass es auch immer Innovation geben muss. Aber der Baustein, der da immer mehr dazukommt, den finde ich ausgesprochen schön. Das Repair-Café ist ein Projekt, was auch noch andere Schwerpunkte mit anspricht, die für mich hier von größerer Relevanz sind, nämlich zum Beispiel die Bekämpfung von Armut oder Prävention auch von Armut. Und uns geht es hier zugleich ja immer um gutes soziales Miteinander. Wir finden es also super, dass wir hier so hoch engagierte Ehrenamtliche haben, die in einem großen Team sich zusammengefunden haben und Hand in Hand arbeiten. Und nun hoffen wir eben, ja, dass also der Besuch des Ministers vielleicht auch dazu führen wird, dass wir eine Möglichkeit erhalten, in besser geeigneten Räumen, in denen wir unter anderem dann auch Werkzeug mal lagern können, demnächst einziehen und unser Projekt dann sich so vergrößert, wie der Bedarf es eigentlich wünschenswert erscheinen lässt. Das ist heute eine große Medienöffentlichkeit, die das Repair-Café aufnimmt, die Idee weiterträgt. Und das hilft, glaube ich, auch. Auch wenn ich keine finanziellen Mittel als Verbraucherschutzminister für solche Projekte habe, ist natürlich die Unterstützung von so einer Idee, eine Weitertragung, dass das woanders auch passiert, glaube ich, ganz hilfreich. Weil ich denke, mehr noch als das, was tatsächlich repariert wird, das ist für die Menschen wichtig, das ist für die, die hier arbeiten, wichtig, ist es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Werfe ich was weg, werfe ich es nicht weg, welche Beziehungen habe ich zu Gegenständen? Und umgekehrt, wie wird auch was hergestellt? Kann man etwas reparieren überhaupt oder nicht? Ist ein Fehler schon eingebaut oder nicht? Das beschäftigt mich natürlich und da bin ich auch wiederum tätig bei Gesetzen, bei Initiativen, wie wir Verbraucherschutz betreiben. Ja, also ich denke, das ist was woran ich jetzt Spaß habe, was ich gebrauchen kann. Und die Hose hatte ich halt nicht mehr angezogen. Damit konnte ich halt jetzt eigentlich momentan nichts mehr anfangen. Und dann ist es ja ein Gewinn für mich, sozusagen. Ja, heutzutage schmeißt ja jeder eigentlich immer nur weg und kauft sich was Neues. Und oft sind es ja wirklich nur Kleinigkeiten, die irgendwie kaputt sind.
Und wenn man dann jemanden findet, der das beheben kann, ist es natürlich super, wenn die Sachen funktionieren, dann braucht man ja eigentlich nichts Neues. Oder ist froh, wenn die Sachen wieder gehen, weil irgendwie liegt einem ja vielleicht auch was dran.